Petersburg. Finale des letzten Aktes. Großadmiral Dönitz und sein Stab haben die Aufgaben erfüllt, die ihnen von der alliierten Militärregierung gestellt wurden. Im Dock von Flensburg, wo das Schiff Patria verankert liegt, wandern sie nun in die Kriegsgefangenschaft. Offiziere werden nach Waffen und Gift durchsucht. Und abgeführt. Zum letzten Mal verlässt Großadmiral Dönitz die Patria, den Sitz der alliierten Militärregierung. Mit Generaladmiral von Friedeburg. Deutsche Offiziere werden aus ihrem provisorischen Hauptquartier geholt. Diese Männer gehörten zu denen, die, obwohl kein Funke von Hoffnung auf einen deutschen Sieg vorhanden war, den Krieg so lange fortsetzten, bis Deutschland in Trümmern lag. In Flensburg weht die britische Flagge. Großadmiral Dönitz wird, wie jeder andere Gefangene, einem Verhör unterzogen werden. Produktionsminister Speer, Generaloberst Jodl und Großadmiral Dönitz. Sie stürzten Deutschland ins Unglück, aber einige versuchen sich der Verantwortung zu entziehen. Generaladmiral von Friedeburg nahm Gift. Ebenso Himmler. Ein Vater fällt lebend in die Hände der Alliierten. William Noyce, unter dem Namen Lord Haw-Haw bekannt, wird nach England gebracht und vor Gericht gestellt werden. Der Vorhang fällt über den letzten Akt des Krieges in Europa. Begrüßt Norwegens Volk Kronprinz Olaf, der aus England heimkehrt. Er wird von dem befehlshabenden Offizier einer britischen Luftlandedivision empfangen, deren Truppen die Ehrengarde bilden. Nachdem die Deutschen Norwegen besetzt hatten, entkam Kronprinz Olaf mit König Haakon und der Regierung und setzte den Kampf gegen Deutschland von England aus fort. Nun ist sein Volk frei und Kronprinz Olafs Heimkehr ist das Symbol für den Triumph von Norwegens Freiheit. Köln liegt in Trümmern. Der Dom im Hintergrund, das Wahrzeichen Kölns, fast unversehrt. Dies war der Kaiser-Wilhelm-Ring. Dieser Wagen wird nicht mehr laufen. Die Kirche der Heiligen Aposteln. Marienkirche. Hier stand das Gürzenich-Konzerthaus, in dem die Kölner Haydn hörten und Bach und Beethoven. Das Eigelsteintor, im 14. Jahrhundert gebaut, unbeschädigt.
Die alte römische Stadtmauer. Und der Römerturm aus dem 2. Jahrhundert. Der Kölner Bahnhof. Zerrissenes Geleise. Das Innere des Doms. Eintritt für Militär und Zivilisten von der Militärregierung verboten. Das ist die deutsche Stadt Köln am Rhein. Das ehemalige Konzentrationslager Belsen. Die Alliierten taten alles in ihren Kräften, um die Menschen, die sie hier noch am Leben fanden, zu retten. Sie brachten Ärzte und Pfleger und Medikamente. Sie brachten Nahrungsmittel und Kleidung. Trotzdem aber starben infolge der jahrelangen Brutalität 40 Menschen täglich. Die letzte Mahlzeit in Belsen. Die erste wirkliche Mahlzeit. Diese Menschen sind wieder frei. Sie haben gelitten, weil sie anders dachten, als Hitler es wollte. Britische Soldaten feuern als Ausdruck der Kameradschaft für die Toten von Belsen die Ehrensalve. Viele und unter ihnen frühere Gefangene sehen mit glücklichen Gesichtern zu, wie britische Flammenwerfer das verpestete Lager niederbrennen. Aber die Feuer, die den deutschen Geist von Belsen-Ideen für immer reinigen sollen, die müssen deutsch sein. Nach monatelangen Kämpfen in den verpesteten Sümpfen und im Dickicht von Birma gehen britische Truppen in amphibischen Landungen zum Angriff auf Rangoon über. Britische Schnellbomber nehmen japanische Motorboote unter Bordwaffenbeschuss. Überlebende japanische Soldaten werden an Land gebracht. Truppen der britischen 14. Armee, die die Landung vornahmen. Eingeborene zeigen den Befreiern ihre Hilfsbereitschaft. Einige warten auf das Öffnen der Geschäfte. Andere gehen zur Arbeit in die Fabriken. Dieser Betrieb zum Beispiel, oder was davon geblieben ist, ist schon im Gange. Die Faust elektromechanische Fabrik, die Batterien für Last- und Straßenbahnwagen herstellt. So schnell wie möglich werden unter alliierter Militärkontrolle die zerstörten Industrieanlagen Deutschlands wieder in Betrieb gesetzt, in den Dienst des Friedens. Indessen warten an anderer Stelle viele persönliche Probleme auf ihre Lösung.
Wie bald, fragt sie, darf sie in eine andere Ortschaft fahren? In ihren Antworten sind die Beamten ebenso streng wie gerecht. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Stadt machen militärische Polizeiautos die Straßenrunde, während andere Polizeitruppen den Verkehr regeln. Vor einem ausgebrannten Geschäftsladen hat sich eine Menschenmenge angesammelt. Von dem Polizeiauto aus, das den Eingang absperrt, werden sie angewiesen, ihre Wege zu gehen. Bis das Ausgehverbot abends wieder in Kraft tritt und die Haustore geschlossen werden, die Straßen verlassen sind und das Leben der Stadt sich hinter die Wände zurückzieht. Es herrscht Ordnung und Ruhe. In den Städten und Dörfern Deutschlands wird den Gesetzen der Militärregierung Folge geleistet. Holland. 5 Jahre lang war Holland von den Deutschen besetzt. Bei ihrem Einmarsch sahen die alliierten Truppen, wie Kinder den Preis für Deutschlands Krieg bezahlt haben. Krank, verhungert. Die Alliierten haben Befehl gegeben. Die begrenzten Mengen an Lebensmitteln in Europa müssen so verteilt werden, dass jene, die am längsten gehungert haben, als erste ernährt werden. Deutschland wird warten müssen. Diese kommen zuerst. Feldküchen in den Straßen Hollands. Hollands Kinder bekommen warme Mahlzeiten. Monate werden vergehen, ehe sie wieder gesund sind. Manche von ihnen werden nie genesen. Auf dem Wege zur Schule. Sie tragen nicht nur ihre Bücher, auch Töpfe. Und jetzt in der Pause erhalten sie ein Mittagessen als Zusatz für die Rationen, die sie zu Hause bekommen. Holland ist wieder frei. Nach der Mahlzeit beten sie und danken Gott, der ihnen wieder Frieden und Freiheit gebracht hat. Der Sieg in Europa errungen ist, beginnt der Vollzugsausschuss der Konferenz der Vereinten Nationen in San Francisco den Kampf um einen dauerhaften Weltfrieden. Die Hauptvertreter von Russland Außenminister Molotow, von Kanada Mackenzie King, von Australien Außenminister Abbott und von Großbritannien Außenminister Eden arbeiten mit Amerika an dieser Aufgabe, die so bedeutungsvoll für die Zukunft der Zivilisation ist. Gleichzeitig arbeiten nördlich San Francisco die Boeing-Flugzeugwerke für den Sieg im fernen Osten. Zur Feier der Niederwerfung Nazi-Deutschlands haben diese Männer und Frauen eine Superfestung außerhalb ihres Produktionsprogramms hergestellt. Mit Begeisterung jubeln sie dem Riesenbomber zu, der bald über Tokio kreisen wird. Ein neuer Feldzug zur Zeichnung von Kriegsanleihe erhält lebhafte Unterstützung. Versinnbildlicht in diesem Denkmal, das das Hissen des amerikanischen Sternenbanners auf der Insel Iwo Jima darstellt. Und die Flagge, die über Iwo Jima wehte, wird in New York aufgezogen. New York, wieder die Stadt strahlenden Lichts. Zum ersten Mal seit Amerikas Eintritt in den Krieg und zur Feier des Sieges im Westen ist die Kuppel des Kapitols in Washington wieder beleuchtet. In
weißem Licht steht die Freiheitsstatue, vertraut den Millionen heimkehrender Amerikaner und den Einwanderern aus Europa. Der unerschütterliche Wille und die Machtmittel Amerikas stehen im Einsatz gegen Japan. Es waren italienische Freiheitskämpfer, die Mailand befreiten. Kraftwagen brachten sie in die Stadt, wo sie mit Jubel begrüßt wurden. Eine Faschistin. Amerikanische Panzer der 5. Armee rollen in Mailand ein und werden mit Begeisterung empfangen. Offiziere gehen in das deutsche Hauptquartier, um die Kapitulation der letzten SS-Bataillone entgegenzunehmen. Als Kriegsgefangene werden diese Deutschen vor der Menge geschützt. Die tauchte Mussolini ab und kapitulierte, noch ehe seine Städte zerstört waren. Dass die Deutschen 1,5 Jahre den Kampf auf italienischem Boden fortsetzten und die Zerstörung kein Ende nahm, können die Italiener nicht vergessen. Die deutschen Truppen auf dem Weg in die Gefangenschaft fahren an dem Mailänder Dom vorbei. Und wieder weht die italienische Flagge. Tagelang feierten die Mailänder in den Straßen ihre Befreiung. Und Feuerspritzen wurden zur Aufrechterhaltung der Ordnung benutzt. An dieser Stelle wurden 15 italienische Freiheitskämpfer getötet. Jetzt liegen hier ebenso viele hingerichtete Faschisten. Mussolini und seine Geliebte Clara Petacci. Und dem Handeln des italienischen Volkes ist der Faschismus in Italien tot.